hocken. Die haben doch... Rückkehr zur Landezone. Ups. Erstmal gucken, was wir hier haben. Schwerer Rumpf. Na gut, das kannst du gleich mal. Jetzt habe ich ja diesen komischen Bug hier. Einheit wird angegriffen. Oh. Einheit wird angegriffen. Das waren unsere Reparaturpanzer. Jetzt kann ich im Prinzip noch mit... Na gut, eigentlich mit den fünf Leuten jetzt hier hingehen, ist eigentlich ein bisschen sinnlos, aber... Wie kamen die denn jetzt so schnell dorthin? Achso, das sind Panzer. Na, jetzt wird's doch mal eng, ja? Aber ja, wir machen das locker platt hier, die Gegner. Ja, machen wir ja gleich, mit der Ruhe. So. Jetzt geht's erstmal zurück zur Landezone. Ja, ich weiß, Mensch, brauchst du mir noch nicht zu sagen. Rückkehr zur Landezone. Wenn die Fahrzeuge mal ein bisschen schneller wären, dann würde es auch schneller gehen. Ich klicke die jetzt direkt hierher. Und die, ja, ich mach das doch schon, Mensch. Oh, Spiel. Da muss ich ja jetzt auch noch platt machen, ja, links. Nee, das sollte eigentlich nicht notwendig sein, weil die haben ja eigentlich nichts mehr. So recht. Und ja, genau, wir ziehen uns jetzt zur Landezone zurück. Denke ich auch. Und dann hoffen wir mal, dass dann die Mission als erfolgreich zählt. Forschung läuft noch. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir diese neuen Technologien, die wir da haben, dass wir die dann irgendwie ja, umsetzen in Form von neuen Fahrzeugen. Gerade dieses Hovercraft, da ist ja wirklich eine sehr interessante Sache. Das würde im Prinzip heißen, dass dann vielleicht im nächsten paar Level kommen oder Szenarien, wo... Rückkehr zur Landezone. Wo Wasser sein wird. Wenn ich jetzt hier baue, zählt das eigentlich weiter dann? Achso, nee, Moment, das ist das Fahrzeugrumpf. Kann ich aber gar nicht auswählen, oder? Python mit Hover und einem Mörser. Mantis mit Rädern und schweren Maschinengewehr. Python mit Ketten, schweren Geschütz. Das sind aber auch gute Werte hier. Also. Ach ne, es zählt nicht weiter die Zeit, während wir hier gerade toll erforschen. Ja, weil ich hätte noch einen Reparaturarm, könnte ich noch hierher bringen, aber die Frage ist, bringt's das? Ja, meine Güte, mache ich doch gerade schon. Dauert halt bloß ein bisschen, weil die Fahrzeuge so ähnlich langsam sind.
Rückkehr zur Landezone. Ja, Perspektive hier, wie die hier so lang fahren. Und das so aussieht in der Kolonne. Und hier ist ein Berg. Ja, so sieht das aus. Und genauso mit dem Berg angeschnitten. So. Manche qualmen, weil die ein bisschen Schaden haben. Manche sind einigermaßen gut durchgekommen. Und andere wiederum mussten ihr Leben in dieser Mission lassen. Ja, ich bin noch gleich da, Mensch. Tja, 1:13 auf der Uhr Restzeit. Vielleicht sollte man... Ja gut, ob es das bringt. Bei solchen Missionen prinzipiell auch ein Bohrfahrzeug mitnehmen, um dann hier irgendwelche Abwehrtürme zu bauen. Rückkehr zur Landezone. So, die kehren alle zurück. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt schon reicht. Und ob wir doch einmal komplett alles dicht machen, platt machen müssen. Speichere an der Stelle einfach nochmal. Ganz fix. Rückkehr zur Landezone. So, jetzt sind wir gleich zurück. Missionsziel erreicht. Bingo. 59 Einheiten verloren. Boah, ein Profi haben wir. Ob wir jemals einen Held kriegen, ist natürlich die Frage. Und ja, Spiel fortsetzen. Mal gucken, was als nächstes kommt. Commander, Glückwunsch zum Sieg über das New Paradigm. Dieser Sektor ist nun gesichert. Wir haben das Nexus-Eindringlingsprogramm in den Systemen des New Paradigm identifizieren können. Leider konnten wir seine Herkunft nicht bestimmen, da es alle seine Spuren ausgelöscht hat. Vor seiner Selbstzerstörung konnten wir zwei Gespräche mitschneiden. Auszüge folgen. Öffnet eure Systeme für mich. Lasst mich mit euren Maschinen und Cyborgs verschmelzen. Wir werden den perfekten Nexus aus Mensch und Maschine erschaffen. Gemeinsam können wir eine neue Welt erschaffen. Ich kann euch Kräfte verleihen, die über all eure Träume hinausgehen. Öffnet eure Systeme für mich und ihr werdet stark sein. Ich kann euch zu Göttern über die zerstörte Erde machen. Als wir nicht reagierten, drohte es uns. Dass ihr euch in meine Pläne für das New Paradigm eingemischt habt, wird nicht ungestraft bleiben. Ihr seid schwache Wesen aus Fleisch. Ich bin stark und habe viele Teile. Ihr mögt mich hier besiegen, aber ich werde wieder auferstehen. So wie ich einst die Welt mit Feuer gereinigt habe, werde ich euch und euer lächerliches Projekt zerstören. Nexus entfernte sich dann selbst aus dem System, zerstörte die Speicherbänke und verwischte so alle Spuren einer Verbindung nach außen. Wir wissen nicht, was Nexus ist und wer oder was es steuert. Anfängliche Untersuchungen weisen auf eine Verbindung des Nexus-Eindringlingsprogramms mit der Reed Corporation hin, dem Entwickler der synaptischen Verbindung. Wir konnten feststellen, dass Nexus das New Paradigm mit einem Großteil seiner Technologie versorgt hat. Wer oder was immer Nexus auch ist, es ist mehr als nur ein Computerparasit. Es verfügt über Technologie und Waffen. Es weiß von uns und es ist nicht unbedingt unser Freund. Wir halten Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. Eintreffende Übertragung. Wir sind heftigen Angriffen ausgesetzt. Wir können unsere Stellung nicht sehr viel länger halten. Wir fordern sofortige Unterstützung an. Commander, Sie müssen Team Beta unterstützen. Missionstimer aktiviert. Noch 10 Minuten.
Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, was jetzt hier genau passiert. Ich werde einfach mal speichern und mal gucken, was hier in den nächsten 10 Minuten passiert. Ich habe irgendeinen Transporter, der aber nichts machen kann. Wir mussten massive Verluste hinnehmen. Hatte ich noch irgendwo Reparaturfahrzeuge gehabt? Da brauche ich mal ein neues schnell. Und hier baue ich mal ein paar von diesen neuen Dingern, die wir ne, wenn dann die hier. Produktion abgeschlossen. Hier reparieren wir ein paar Fahrzeuge. Jetzt, was passiert ist in den 8 Minuten? Achso, das hatten wir schon. Weil ich hätte jetzt gedacht, man müsste einfach jetzt zurück in das Hauptmenü gehen und dort dann Beta spielen, aber ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas dann kommt in der Zeit. Produktion abgeschlossen. In der wir hier was machen. So, warte mal, ich muss wahrscheinlich, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss das Ding beladen und dann irgendwo mich wegteleportieren lassen. Wahrscheinlich zu Better. Wir gucken mal, fix. Ich lade auch jetzt mal irgendwelche Fahrzeuge hier ein. Ich habe ja gespeichert. Ich werde trotzdem noch ein paar in Auftrag geben, dass ich dann auch was Neues habe. So, jetzt hebt er ab. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Missionsziel erreicht. Ach cool, das war's. Oh, wir haben fast 5 Stunden gespielt an mir bisher. Einlagebericht folgt. Team Beta durchsucht diesen Sektor nach der Vertical Takeoff and Landing Technology, VTOL. Diese wird in einem Luftstützpunkt aus der Zeit vor dem Kollaps vermutet. Team Beta wird derzeit von einer Streitmacht angegriffen, die als das Kollektiv bekannt ist. Aufklärungsberichte zeigen, dass das Kollektiv technologisch fortgeschrittener ist als wir sind. Rechnen Sie mit Luft- und Bodenangriffen. Nach Ihrer Ankunft übernehmen Sie das Kommando über die Basis. Sie müssen sie verteidigen und unter allen Umständen halten. Befestigen Sie die Außenbezirke und sorgen Sie für eine Luftabwehr. Neue Technologien sind verfügbar. Das ist dann das, was als nächstes passieren wird. Die Beta-Mission.
Ich speichere dann nochmal ab. Ich mache einfach mal die 25 hier drauf und sage ich vielen Dank fürs Zuschauen von bei Warzone 21.00. In der nächsten Aufnahme geht es dann weiter mit den Beta-Leveln. Jo. Ist zwar ganz konträr zu diesem Spiel, aber wie sage ich immer, bleibt friedlich. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bye bye.